Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen und natürlich besonders das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales unterstützt die Charta zur Betreuung sterbender Menschen schon seit ganz langer Zeit. Wir haben ein hohes Interesse daran, dass die Menschen sich darauf verlassen können, dass dann, wenn ihr Leben zu Ende geht, dass das auch mit einer Würde ausgestattet ist, dass die Menschen nicht alleine sind. Und deswegen ist mir einfach wichtig, dass wir in den nächsten Jahren gemeinsam dafür sorgen, dass das, was die Charta beschreibt, auch wirklich in der Versorgungspraxis unseres Landes ankommt. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass die Menschen einfach auch über diese Grundsätze Bescheid wissen. Deswegen finde ich es gut, dass die Grundsätze der Charta auch in einfacher Sprache übersetzt worden sind, damit die Menschen auch verstehen, was gemeint ist, und zwar alle Menschen. Dass wir aber auch besondere Angebote schaffen wollen für Menschen, die zugewandert sind, die aus anderen Kulturkreisen kommen, damit sie auch die passenden Segmente einer Betreuung am Lebensende erfahren können. Ja, und dann gibt es natürlich die große Herausforderung, auch bei demenzerkrankten Menschen ein Angebot zu machen, dass sie eben ihr Lebensende auch in Würde gestaltet wird. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, dass diese Charta bekannter wird, dass sie immer stärker in unseren Versorgungsstrukturen auch die Grundsätze sind, nach denen gehandelt wird. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass die Werbung für diese Charta, aber auch das Durchsetzen der Inhalte uns in den nächsten Jahren noch sehr viel besser gelingt wie in der Vergangenheit, wobei schon, so finde ich, auch durch die Hospizbewegung sehr viel erreicht worden ist.